es hüllt und die Landschaft unter einer dicken Decke verschwindet, dann entfaltet sich der ganze Zauber des Winters. Alle Jahre wieder verwandelt sich die Natur in eine wahre Wunderwelt. In die Wunderwelt des Schnees. Schneekristalle sind Kunstwerke der Natur, ebenso fragil wie vergänglich. Jeder Kristall ist einzigartig und doch wachsen sie alle nach demselben sechsseitigen Muster. So winzig die einzelnen Kristalle auch sind, in ihrer Gesamtheit bilden sie ein Naturphänomen, das den Lauf des Lebens in der kalten Jahreszeit bestimmt. Das gilt ganz besonders für die Gebirgslandschaften der Alpen. Es ist Dezember. Und damit langsam an der Zeit, einen passenden Weihnachtsbaum zu suchen. Der Schnee schwebt in lockeren Flocken vom Baum. So hat man das weiße Naturwunder noch nie gesehen. Der ist super. Bis zu den Pumpen ist er mit sein, aber der diese junge Tanne scheint perfekt. Sie wird einen schönen Weihnachtsbaum abgeben. Schau mal, der passt genau. Du schaut das dann schon gut aus. Schau mal, der fährt da schon. Passt genau. Unterdessen spüren die Wildtiere, dass ein Wetterumschwung bevorsteht. Dichte Wolken ziehen auf. Die Wetterfront bringt feuchte Luft, die hier im Alpenraum auf kalte Luftmassen trifft. Ideale Voraussetzungen für ergiebige Schneefälle. Bereits knapp unter 0 Grad beginnen sich in den Wolken erste Schneekristalle zu bilden. Mit der Zeit verbinden sich die einzelnen Kristalle zu größeren Flocken. Wenn diese schließlich schwer genug sind, fallen sie aus den Wolken. Und es schneit. Jedes von Frau Holles Kunstwerken ist ein Unikat. Kein Schneekristall gleicht dem anderen. Verglichen mit Regentropfen oder gar Hagelkörnern schweben Schneeflocken geradezu vom Himmel herab. Trifft eine Schneeflocke auf Wasser, schmilzt sie sofort und die Luft im Inneren wird freigesetzt. Dabei entsteht ein hoher, für jede Flocke individueller Ton, der für den Menschen ohne technische Hilfsmittel unhörbar ist. Manche der zarten Gebilde geraten auf dem Weg zur Erde
in wärmere Luftschichten und schmelzen. Die meisten schaffen es jedoch bis zum Boden und bilden hier eine stetig wachsende Schicht. Im österreichischen Sölktal werden in der Advents- und Weihnachtszeit viele Bräuche wiederbelebt. Wie manch anderen Alpentälern werden auch hier althergebrachte Traditionen bewahrt. Weihnachten ist für viele Familien nicht nur die stillste, sondern auch die schönste Zeit des Winters. Die Strohsterne, die hier gebastelt werden, dienen als Schmuck für die Fenster. Und wenn der Schnee leise vom Himmel rieselt, wird der Traum von weißen Weihnachten wahr. Während die Menschen in der warmen Stube die festliche Stimmung genießen, fällt draußen der Schnee langsam, immer dichter. Am nächsten Morgen wagen sich nur wenige ins Freie. Für die Wildtiere ist der Winter die entbehrungsreichste Zeit des Jahres. Nun sehen sie von den Fettpolstern des Sommers. Zudem schützt sie ihr Winterfell. Es isoliert so gut, dass der Schnee darauf stundenlang nicht schmilzt. Der Neuschnee ist weich. Jeder Schritt kostet Kraft. Im Schneetreiben zeigen Gämsen und Hirsche daher manchmal ein unerwartetes Verhalten. Sie lassen sich einschneien, denn die Schneedecke bietet Schutz vor Wind und Frost. Diesen Trick nutzen auch andere Tiere erfolgreich. Huskys verbringen die Nacht im Freien. Selbst stärkster Frost und dichtester Schneefall machen den winterfesten Hunden nichts aus. Sind unruhig. Sie können kaum erwarten, dass es losgeht. Huskys stammen ursprünglich aus Sibirien, wo sie seit Jahrhunderten als Schlittenhunde dienen. Huskys haben sich dem Schnee perfekt angepasst. Die Pfoten sind gepolstert, Haare zwischen den Zehen sorgen für sicheren Tritt. Bei Hundeschlittenrennen laufen nur die stärksten und erfahrensten Tiere an der Spitze. Sie hören auf die Kommandos. Im Schnee sind Huskys so richtig in ihrem Element. Was man von Schafen nicht gerade behaupten kann. Himmler,
Wird eine Herde vom Wintereinbruch überrascht, heißt es für die Schafbauern kräftig schaufeln. Schafe sind Fluchttiere, aber Schnee ist ihnen suspekt. Wohin soll man auch flüchten, wenn die Gefahr von allen Seiten droht? Die Schafe sind sichtlich orientierungslos. Selbst bei frei geschaufeltem Weg bedarf es einiger Überredungskunst. Ohne Hilfe würden die Tiere erfrieren. Wie im September 2007, als in Salzburg und Tirol hunderte Schafe verendeten. Es dauert seine Zeit, bis die seltsame Karawane den rettenden Stall erreicht. Hier ist es nicht nur warm und trocken, die Schafe haben auch jede Menge zu fressen. Ganz im Gegensatz zu den Wildtieren in freier Natur. Für Gämsen etwa gestaltet sich die Futtersuche im Winter eher mühselig. Wenn tiefer Schnee die Pflanzen am Boden bedeckt, müssen sich die Tiere nach den Trieben der Nadelbäume strecken. In der Not nagen sie sogar die kargen Flechten von den Baumrinden. Die weiße Pracht liegt meterhoch. Da nähert sich schon die nächste Kaltfront den Alpen. Sie verspricht noch mehr Schnee. Wenn dichter Schneefall und starker Wind zusammenkommen, wird es ungemütlich. Die Schneeflocken werden waagrecht durch die Luft gepeitscht, der ohnehin strenge Frost durch den Wind noch verstärkt. Unter dieser extremen Witterung haben die Wildtiere besonders zu leiden. Viele von ihnen müssen nun Schutz suchen. Manche Tiere haben ihre eigenen Tricks entwickelt, um zu überleben. Die Schneemaus lebt in Höhlen unter dem Schnee. Hier sinken die Temperaturen nie unter den Gefrierpunkt. Würden die Schneefälle ausbleiben und keine schützende Schicht den Boden bedecken, könnten zahlreiche Tiere und Pflanzen den Winter nicht überleben. Während die Schneemaus in ihrer warmen Höhle geborgen ist, wandern draußen die Gämsen bei der Futtersuche die Berge hinauf. Oberhalb der Baumgrenze verbläst der Wind den Schnee und legt so verdorrtes Gras frei. Doch diese Büschel sind gefroren, deshalb dienen sie den Gämsen nur als Hinweisschilder für Futter. Direkt daneben scharren die Tiere nach Gras, das unter dem Schnee nicht gefroren und somit genießbar ist. In der Adventzeit sind die Tage kurz und die Nächte lang. Und kalt. In den Häusern hingegen ist es warm.
Viele Sitten und Bräuche prägen diese Zeit des Wartens. In manchen besonders frostigen Nächten zeigt sich ein faszinierendes Phänomen. Dann gefriert die Feuchtigkeit direkt aus der Luft zu Raureif. Der Raureif überzieht die Landschaft über Nacht mit Eiskristallen. Das Ergebnis ist ein Winterpanorama, wie aus dem Bilderbuch. Sonne und Raureif gehen häufig Hand in Hand, denn bei wolkenlosem Wetter ist es besonders kalt. Raureifkristalle bilden sich jedoch nicht nur auf Ästen und Zweigen, sondern auch direkt auf der Schneedecke. Dieser Oberflächenreif unterscheidet sich deutlich von den Schneekristallen. Raureif entsteht unterhalb von etwa minus 8 Grad. Der Wasserdampf der Luft gefriert dabei direkt auf Oberflächen. Klirrend kalte Winternächte sorgen für Eis. Diesen Umstand haben sich die Bewohner mancher Alpentäler zunutze gemacht. Bis heute beherrschen sie die hohe Kunst des Eiszüchtens. Statt aus zugefrorenen Bächen oder Seen Eis zu hacken, das mit Schwebstoffen verunreinigt ist, werden hier spezielle Holzgestelle immer wieder mit Wasser übergossen. In der Kälte wachsen so meterlange Zapfen aus besonders sauberem Eis. Die Schwebstoffe fließen mit dem überschüssigen Wasser ab. Schließlich wird das Eis in Stücke gesägt. Diese großen Gebilde entstanden innerhalb von nur 2 Tagen. Damit die begehrten Eisbrocken nicht weiter zerbrechen, müssen sie vorsichtig geerntet und verladen werden. Die frostige Spezialität ist ein reiner Genuss. Das so gewonnene Eis kann bedenkenlos für Speisen und Getränke verwendet werden. In früheren Zeiten waren die Menschen auf die Kälte des Winters angewiesen, wenn sie Wasser gefrieren lassen wollten. Heute erschaffen Forscher wie Johanna Spiegel künstliche Schneekristalle. In den Kältelabors des Eidgenössischen Instituts für Schnee- und Lawinenforschung in Davos herrschen bis zu 40 Grad unter Null. Hier wird naturidentischer Schnee gezüchtet. Die Wissenschaftler untersuchen die Strukturen unter dem Mikroskop. Ein Atlas der Schneekristalle verzeichnet rund 6000 verschiedene Kristallformen. Entscheidend sind Luftfeuchtigkeit, Temperatur und die Molekülstruktur des Wassers. Elektrostatische Kräfte ordnen die Wassermoleküle sechseckig an. Diese Struktur setzt sich beim Gefrieren in immer größere Dimensionen fort, bis hin zum fertigen Schneekristall. Etwa zwischen minus 12 und minus 18 Grad Celsius entstehen die klassischen sechsstrahligen Schneesterne, die den dritten.
Die Temperatur bestimmt, wie fein diese verzweigt sind. Gefrierendes Wasser gibt Wärme ab. Bei höheren Temperaturen ist dies schwieriger. Zum Ausgleich entstehen viele Verästelungen, denn eine größere Oberfläche erleichtert die Wärmeabgabe. Umgekehrt zeigen sich Dendriten deutlich weniger verzweigt, wenn sie bei niedrigeren Temperaturen entstanden sind. Schnee ist also tatsächlich nicht gleich Schnee. Bei sehr tiefen Temperaturen bilden sich keine Verästelungen mehr. Stattdessen entstehen Plättchen, Säulen und Zylinder aus Eis. Unter dem Mikroskop eher unscheinbar ist dies der Traum jedes Wintersportlers und der Gipfel des Schneevergnügens. Feiner Pulverschnee. Kinder haben besonderen Spaß mit dieser locker leichten Variante der weißen Winterpracht. Aber auch für Snowboarder und Skifahrer hat frischer Pulverschnee einen ganz speziellen Reiz. Weiße Winterlandschaften haben noch in anderer Hinsicht große Bedeutung. Neuschnee reflektiert rund 90% der Sonnenstrahlen. Daher spielt Schnee weltweit eine wichtige Rolle für das Klima. Aber weshalb ist Schnee eigentlich weiß? Das Eis der Schneekristalle selbst ist farblos und durchsichtig. An den Grenzflächen zwischen Eiskristallen und Luft wird das weiße Sonnenlicht reflektiert und gestreut. Bei ausreichend vielen zufällig verteilten Eiskristallen ergibt sich so in Summe wieder die Farbe weiß. Wenn der Schnee die Landschaft in eine weiße Decke hüllt, zeigen sich manche Wildtiere besonders wandlungsfähig. Im Winter ist das Alpenschneehuhn mit seinem strahlend weißen Gefieder bestens getarnt. Es wechselt die Färbung seiner Federn je nach Jahreszeit, um Feinde zu täuschen. Dasselbe gilt für den Schneehasen. Sein Winterfell dient aber nicht nur zur Tarnung, dank ihm übersteht der Hase Temperaturen von minus 30 Grad unbeschadet. Nicht nur in den Alpen haben sich die Tiere dem Winter angepasst. Mandschuren, Kraniche sind eigentlich Zugvögel. Auf der japanischen Insel Hokkaido jedoch sind sie das ganze Jahr heimisch. In den Wintermonaten vollführen die eleganten Vögel ihre Balztänze. Daneben ist Hokkaido ein Dorado für Wintersportler wie für Schneeforscher. Bei seinen Untersuchungen geht Masaru Emoto der Frage nach, welche Faktoren das Wachstum von Eiskristallen bestimmen. Emotos Erkenntnisse sind ebenso interessant wie umstritten. Demnach lässt sich der Kristallisationsvorgang direkt beeinflussen. Das Wasser wird mit Musik oder gesprochenen Worten beschallt. Bei negativen Klängen oder Begriffen wird die Kristallstruktur angeblich stark verzerrt. Positive Musik oder Worte sollen hingegen schöne Kristalle bewirken.
Klassische Opernarien lassen das Kristallwachstum scheinbar zur Höchstform auflaufen. Bei den Experimenten können aber auch andere Faktoren mitspielen. Eiskristalle wachsen nach einem chaotischen Prinzip. Selbst geringste Einflüsse verändern ihre Ausprägung. Vielleicht sind es einfach nur die rhythmischen Schallwellen der bösen Musik, die das Wachstum der fragilen Gebilde stören. Aus dem Labor zurück in die Natur. Um zu klären, wie Schneekristalle in natürlicher Umgebung entstehen, begeben sich Forscher ins Zentrum des Geschehens. Mit einer Maschine der Hagelabwehr fliegt der Grazer Meteorologe Alexander Podesser direkt in das Herz einer Schneewolke. An Bord sind Messinstrumente zur Bestimmung von Temperatur, Luftfeuchte und Windgeschwindigkeit. Damit aus dem Wasserdampf der Wolke Tröpfchen entstehen, braucht es sogenannte Kondensationskerne. An winzigen Staubkörnern oder Rußteilchen sammelt sich der Dampf. Solche Partikel dienen auch als Gefrierkerne für Schneekristalle. In den Wolken ist es bereits kalt genug. Die ersten Kristalle entstehen. Sie wachsen, haften aneinander und fallen als Flocken zur Erde. Hier kommt der Schnee gerade recht. Besonders für Kinder. Jetzt haben auch Schneemänner Hochsaison. Diese Tradition ist noch gar nicht so alt. Populär wurde der Schneemann erst im 18. Jahrhundert als Sinnbild für den harten Winter. Erst durch bessere Lebensbedingungen wandelte sich das Bild. Und die Menschen fanden zunehmend Vergnügen an der kalten Jahreszeit. Hier in den Bergen kann der Schnee aber auch zur Gefahr für Mensch und Tier werden. Eine junge Gams bleibt im Tiefschnee stecken. Unerfahren wie sie ist, darf sie den Anschluss an das Rudel auf keinen Fall verlieren. Doch das Jungtier versinkt in den Schneemassen und bleibt immer weiter zurück. Mit letzter Kraft rettet sich die junge Gams aus der Not und gesellt sich wieder zu ihrer Mutter. Gerade noch rechtzeitig. Eine mächtige Lawine donnert ins Tal. Dieses Naturphänomen macht ganze Wälder zu Kleinholz.
In den Alpen sind Lawinen die größte Gefahr des Winters. Die Gemsen haben sich auf diese Bedrohung eingestellt. Wenn ein Rudel einen gefährlich wirkenden Hang überqueren muss, geht die erfahrenste Gams erst einmal allein voraus. Vorsichtig erkundet sie die Lage und sucht einen sicheren Weg. Zugleich bahnt sie den anderen Rudelmitgliedern einen Pfad durch den tiefen Schnee. Aber erst wenn die Leitgams sicher auf der anderen Seite angelangt ist, folgen ihr die restlichen Tiere. Dabei zeigen die Gemsen ein weiteres erstaunliches Verhalten. Das Rudel überquert den Hang nicht etwa gemeinsam. Stattdessen nimmt ein Tier nach dem anderen die gefährliche Passage in Angriff. Auf diese Weise verringern die Gemsen instinktiv die Belastung der Schneedecke und damit das Risiko, dass das gesamte Rudel von einer Lawine mitgerissen wird. Die Gefahr betrifft nicht nur Gemsen. Bei Skitouren lässt sich die weiße Pracht abseits der stark frequentierten Pisten genießen. Erfahrene Tourengeher behalten jedoch stets auch den Schnee im Auge, auf dem sie sich bewegen. Allzu rasch kann sich ein Schneebrett lösen und unvorsichtige Tourengeher mit in die Tiefe reißen. Der Wannengrat bei Davos. Hier untersuchen Forscher des Eidgenössischen Instituts für Schnee- und Lawinenforschung die Ursachen von Lawinen. In diesem Versuchsfeld werden Schneeprofile erstellt. Dazu legen die Forscher die Schichten bis zum Boden frei. 126, 2 cm. Jürg Schweitzer nimmt alles ins Visier. Vom kornigen Altschnee in Bodennähe bis zu den feinen Sternen des letzten Schneefalls. Kante, kleine Runde in Klammern, halbes eins. Die Schneedecke verändert sich ständig. Durch diese Schneemetamorphose entstehen Grenzschichten, die im Extremfall zu gefährlichen Gleitflächen werden. Schneemassen, die oberhalb einer solchen Gleitfläche liegen, geraten leicht ins Rutschen. Die Forscher schneiden einen Block frei, um die Stabilität des Schnees zu prüfen. Beim Rutschblocktest genügt oft ein Hopser. Wo sich der Schnee löst, wird die Grenzschicht genau analysiert. Die Daten gehen an die Lawinenwarndienste. Aber an diesem Tag steht dem Tiefschneevergnügen nichts im Wege.
Was heute Touristen in Massen in die Alpen lockt, war für die Menschen früherer Zeiten kein Freizeitspaß, sondern lebenswichtige Transportgrundlage. Denn Schnee schafft auch Wege. Das Heu des Sommers lagert in Stadeln, hoch oben auf den Almen. Um das getrocknete Gras im Winter ins Tal zu schaffen und damit das Vieh am Hof zu versorgen, waren die Bauern auf eine naheliegende Transportmethode angewiesen. Sie verluden das Heu auf große Schlitten. Gelegentlich ist der Weg ins Tal selbst für die Kletterkünstler unter den Alpenbewohnern riskant. Aber auch die Fahrt mit dem Heuschlitten ist nicht ungefährlich. Immerhin bringt so ein vollbeladenes Gefährt bis zu 250 Kilogramm auf die Waage. An flachen Stellen müssen die Bauern den Schlitten selbst weiterschleppen, um ihn in Schwung zu halten. Wird der Weg jedoch steiler, ist geschicktes Steuern gefragt, damit die Fuhre nicht ausbricht. Wenige Menschen beherrschen heute noch diese Kunst. Wenn der Fahrer die Kontrolle über den schweren Schlitten verliert, landet er unweigerlich im Graben. Diese Art der Heueinbringung erfordert höchste Konzentration. In früheren Zeiten waren schwere Unfälle praktisch an der Tagesordnung. Beschaulicher geht es auf einem Pferdeschlitten zu. Damals wie heute. Wenn die Dämmerung hereinbricht und die Landschaft langsam im Dunkel versinkt, heißt es für den Kutscher, die Laternen anzuzünden. Und wenn es dann noch zu schneien beginnt, ist das Wintermärchen perfekt. Flocken tanzen vom Himmel. Eine Szene wie aus einem Film. Und tatsächlich entstand dieser Schnee nicht in den Wolken, sondern im Studio. Hier ist es Seifenschaum, der in die Luft geblasen wird. Aber Schneetreiben auf Knopfdruck ist eben nicht das Wahre. Nach Weihnachten beginnt die Hochsaison des Wintersports. Wo der Schnee ausbleibt, wird nachgeholfen. Immer mehr Skigebiete in den Alpen setzen auf Schneekanonen. So soll die wichtigste Grundlage für den Wintertourismus auch in Zukunft erhalten werden. In vielen Alpenregionen ist die durchschnittliche Temperatur in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen.
Und glaubt man den Prognosen der Klimaforscher, wird sich dieser Trend noch verstärken. Dabei sind in schneearmen Wintern schon jetzt viele Wintersportorte darauf angewiesen, eine Schneedecke künstlich zu erzeugen. Propellerkanonen versprühen fein zerstäubtes, tiefgekühltes Wasser. Doch diese Beschneiung ist umstritten, denn sie verbraucht viel Wasser und Energie. Zudem ist der Schnee aus der Kanone schwierig zu befahren. Das natürliche Vorbild bleibt unerreicht. In den Bergen kommt der Zauber des Schnees erst so richtig zur Geltung. Hier zeigt sich Väterchen Frost bis weit ins Frühjahr von seiner schönsten Seite. Manchmal wird die Ruhe der Natur jedoch durch seltsame Klänge gestört. Ungeduldige Auerhähne beginnen ihre Balz schon im März. Die Tage werden länger und die Sonne gewinnt zunehmend wieder an Kraft. Während des Winters haben Schnee und Eis große Mengen Wasser gebunden, das nun wieder freigesetzt wird. Schnee und Eiskristalle vergehen im Sonnenlicht. Auch die Grasfrösche verspüren Frühlingsgefühle. Ihre Laichwanderung führt sie durch die Reste des Schnees, dorthin, wo sie einst selbst schlüpften. So schließt sich der Kreis und die Wunderwelt des Schnees endet bis zum nächsten Winter.